Dieter Wellershoff, Schriftsteller, hat, wie der Name schon sagt, geschrieben, geschrieben und geschrieben. Heute ist wahrscheinlich mal eine kurze Schreibpause, es sei denn, er beantwortet die ganzen Glückwünsche, die er zum heutigen 90. Geburtstag bekommen hat. Die Westart möchte gratulieren dem, der immer über Sie und mich geschrieben hat, also Lebensentwürfe und dann das Scheitern. Dieter Wellershoff sagt gleich einen Satz, über den ich schon den halben Tag nachdenke. Seine Erklärung, welche zwei Dinge uns alle daran hindern, die Wirklichkeit zu sehen. Sein Leben ist die Literatur. In seiner Kölner Altbauwohnung stapeln sich Bücher bis unter die Decke, bilden das Archiv seiner Erinnerungen. Und das reicht weit zurück. Dieter Wellershoff ist Jahrgang 1925. Als Soldat nimmt er am Zweiten Weltkrieg teil, wird schwer verwundet und kommt in Kriegsgefangenschaft. Ich weiß, dass ich nur zufällig am Leben bin, nach den 2 Jahren, die ich als Soldat erlebt habe. Und das hat in mir ein beständiges Gefühl von Dankbarkeit und auch von Glücksgefühlen hinterlassen. Er wird Mitglied der Gruppe 47 und Verlagslektor, arbeitet mit Heinrich Böll und verordnet jungen Autoren wie Nicolas Born oder Rolf-Dieter Brinkmann einen neuen Schreibansatz, der als Kölner Realismus in die Literaturgeschichte eingeht. In den 60ern beginnt Wellershoff selbst zu schreiben. Doch er will mehr als eine bloße Mitschrift der Realität. In einem halben Jahrhundert veröffentlicht er 40 Romane, Novellen, Essays sowie Texte fürs Theater und Fernsehspiele. Seine Protagonisten suchen nach Glück und Zugehörigkeit, stranden dabei oft auf den Schattenseiten ihrer Existenz. Gefundenes Material vom Flugblatt bis zur Zeitschrift, Besuche in Archiven und exakte Recherchen im Alltag liefern Wellershoff den Stoff für seine Romane. So auch für Der Sieger nimmt alles, der 1987 verfilmt wird. Sie sah, dass er sich erschossen hatte. Er hatte sich durch den Mund geschossen, der ein blutiges Loch in zerrissenen und zerfetzten Wangen war. Er lag zurückgeschleudert auf dem Bett, den Kopf in der Wandecke, das Gewehr neben sich, die Augen waren aufgerissen. Der Hinterkopf fehlte und klebte hinter ihm an der Wand als eine blutige Aureole. Von der Kritik fast einhellig gelobt, lässt der große Durchbruch auf sich warten. Erst sein Roman Der Liebeswunsch wird im Jahr 2000 zum Publikumserfolg. Der literarische Existenzialist untersucht auch die Bedingungen für die Entstehung von Literatur. Seine theoretischen Schriften zeigen Wellershoff als philosophischen Denker. Die beiden Dinge, die uns daran hindern, die Wirklichkeit wahrzunehmen, das sind die Lebensroutine, ohne die wir nicht leben können, die vielen Routinen, Gewohnheiten, die unser Leben bestimmen, und die Angst. Die Routine macht das Leben schematisch, blass, und die Angst verzerrt es oder verdunkelt es auch. Und das Schreiben ist eine Chance, beides zu überwinden. Für seine Werke wird Wellershoff vielfach ausgezeichnet. Zuletzt mit dem Deutschen Hörbuchpreis für den Titel Ans Ende kommen. Darin teilt er seine Gedanken zu den Fragen des Älterwerdens. Und wie kaum ein anderer Autor beantwortet er sie mit bewundernswerter Gelassenheit. Aber ich muss sagen, es tröstet mich, wenn ich morgens beim Frühstück sitze und durch 2 Zimmer hinweg auf eine Bücherwand gucke, in der alle meine Bücher stehen, die ich geschrieben habe. Das ist wie, naja, du hast jedenfalls versucht, der Zeit einen Gehalt zu geben, eigene Gedanken zu formulieren. Das ist sehr wichtig, dass man das Gefühl hat, ich hätte es auch schlechter machen können. Also da und dort ist es richtig gewesen.